Blut für die Roadmap. Aber erst im Quartal 3. Wann Immortal Empires, das Blut-DLC und vielleicht auch die Chaos-Zwerge kommen könnten, besprechen wir in diesem Video. CA klopft an die Chaos-Tore und bietet uns so richtig viel Stoff zum Diskutieren an. Die Roadmap für 2022 ist endlich da. Und CA bricht damit endlich sein Schweigen. Wir wissen jetzt, was und vor allem wann etwas Neues zu erwarten ist. Legen wir los. In Quartal 2, also bis Juni 2022, kommt Update 1.2. Und Update 1.2 bringt uns vor allem zuerst einmal die Regiments of Renown. Und hier möchte CA einiges anders machen als in Warhammer 2. Denn die Regiments of Renown werden nicht durch bezahlte Inhalte freigeschaltet, sondern die Kernrassen, die jetzt zu Beginn an dabei sind, sollen die Regiments of Renown weiterhin kostenlos erhalten. Unter Regiments of Renown kann man gewisse Elite-Einheiten verstehen, die eine Einheit, die bereits implementiert ist, zum Vorbild hat, aber stark abgewandelt ist. Wir sehen das beispielsweise an den Treekins von den Waldelfen, die in brennender Form so rekrutierbar waren. Meistens haben die Regiments of Renown auch wirklich eine spannende Lore. Aber wir können mit Update 1.2 nicht erwarten, dass alle Rassen Regiments of Renown bekommen, denn die sind aufgeteilt bis Update 2.1 und das wird erst in Quartal 4 2022 released werden. Update 1.2 bekommt auch noch weitere Verbesserungen bei der Autoberechnung der Schlachten. Außerdem sollen große einzelne Einheiten besser in den Kampf integriert werden. Die Technologiebäume bekommen ein Rework, das hört sich interessanter an, als es wirklich ist. Sie werden einfach nur ein bisschen ins Balancing reingehen. Ach und ja, das Leaderboard wird resettet. Das wird aber für die meisten eher uninteressant sein. Im Zeitraum Juli bis September 2022 können wir zwei Updates erwarten. Das erste Update, Update 1.3, ist eher uninteressant. Wir bekommen neue Regiments of Renown und es wird zum Beispiel an der Nachschubsrate für Tsinch und Slaanesh gearbeitet. Ob es wirklich notwendig ist, so lange auf diese Verbesserung zu warten? Naja, ich weiß ja nicht. Und dann kommt endlich Update 2.0, das, worauf wir so lange gewartet haben. Immortal Empires kommt in der Beta. Das heißt, wir bekommen erst eine unfertige Version von Immortal Empires, die noch getestet werden muss. Das ist insofern nicht so schlimm, weil es da hauptsächlich um Balancing-Themen geht, die ja auch in den Teilen davor nicht ideal gelöst waren. Es war dennoch episch. Und es auch darum geht, das Feedback der Spielerschaft mitzunehmen und darauf aufbauend Immortal Empires noch weiter zu verbessern. Es ist also eher ein gutes Zeichen, dass da noch Beta dahinter steht, denn wir bekommen es alle bereits kostenlos in Quartal 3. Ja, bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und dann kommt auch endlich das Blutpack dazu, welches unsere Schlachten richtig übel aussehen lässt. Wer das Blutpaket für Warhammer 1 oder Warhammer 2 gekauft hat, bekommt es auch hier in Warhammer 3 wieder kostenlos dazu. Zudem bekommen wir in Update 2.0 ein Lord Pack. Also das erste große inhaltliche DLC, welches neue Lords, neue Helden und neue Einheiten dazu bringt. Achtung, es ist kein Fraktionspack. Das heißt, dass es kein Fraktions-DLC ist. Es handelt sich hierbei also nicht um die Chaos-Zwerge, die ja bereits durch Dataminer confirmed wurden. Dieses Lord-Pack wird 4 Legendary Lords enthalten und das gäbe natürlich einen Aufschluss darauf, dass es sich eventuell um die Chaos-Götter handeln könnte, die ja jeweils nur einen legendären Lord ins Schlachtfeld schicken. Es könnte aber auch genauso gut Tislev Kafai sein, die ja ebenfalls noch interessante legendäre Lords bekommen könnten. Zum Jahresende bekommen wir nochmal zwei weitere Updates. In Update 2.1 werden die letzten Kernfraktionen mit einem Regiments of Renown ausgestattet und in Update 2.2 oder 3.0 kommen Dinge, die uns CA noch nicht verraten möchte. Und hier könnte dann natürlich auch das erste Fraktions-DLC enthalten sein. Und das halte ich persönlich für sehr wahrscheinlich.
Dass CA ganz dediziert darauf hinweist, dass dort noch ein Update kommt, sie aber noch nicht verraten wollen, was dort versteckt ist, würde ich fast darauf wetten, dass hier ein Fraktions-DLC versteckt ist. Und dann werden das die Chaos-Zwerge sein. Die Chaos-Zwerge haben auf jeden Fall auch einige interessante legendäre Lords, die man dort implementieren könnte. Den Link zum Chaos-Zwerge-Leak findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Und natürlich sagt CA, dass noch richtig viel für 2023 geplant ist. Unter anderem wollen sie das Chat-System komplett überarbeiten. Sie wollen den neuen Domination-Modus im Multiplayer noch weiter mit neuen Maps füttern. Sie wollen ihn weiter überarbeiten, sie wollen ihn weiter verbessern. Und unsere geliebten Landgefechte kommen endlich zurück in den Multiplayer-Modus. Momentan ist es ja möglich, wenn wir selber eine Lobby eröffnen, aber im Ranked ist es momentan nur möglich, Domination zu spielen. Auch das wird wiederkommen, aber wahrscheinlich erst in 2023. Und CA sagt auch, es wird noch Änderungen geben. Es könnten noch neue Sachen dazukommen zu dieser Roadmap. Es könnten Sachen aus 2023 vorgezogen werden und es wird natürlich auf das Feedback geachtet. Es kommt also noch eine ganze Menge auf uns zu und irgendwann können wir sagen, Blut für die Roadmap und Schädel für den Schädelthron. Wenn ihr noch mehr Warhammer 3 Content von mir sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Oben links verlinke ich euch ein Tutorial zu den Schlachten in Warhammer 3. Unten links seht ihr Medieval 3 Confirmed. Und unten rechts kommt ihr zum Let's Play mit Zhao Ming, den Eisendrachen und dem westlichen Cathay.